Herzlich willkommen wieder auf Björns YouTube-Welt. Ja, ich habe euch jetzt so einige Kameras schon gezeigt und dann hat Arenti mich gefragt, ob ich nicht deren Smart-Home-Kamera testen möchte. Hier ist es die Indoor-Kamera. Ich finde, optisch ähnelt sie sehr der LSC-Kamera. Ist übrigens Amazon und Amazon Alexa-fähig und Google Home-fähig. Und ja, schauen wir uns zusammen die Packung an, holen uns die Kamera da raus und testen die ganze Kamera einfach mal. Und in dem Video danach werden wir die Alexa-Integration einfach mal ausprobieren, wie das Ganze so ja, funktioniert. Bin ich mal sehr gespannt. Arenti, das habe ich schon öfter gesehen auf Facebook, da wurde mir immer die Werbung vorgeschlagen. Und ja, sehr interessant, dass Sie mich fragen. Vielen Dank dafür. Und ja, lass uns nach dem Intro mal auspacken. Ja, in diesem Fall mache ich das Ganze wieder relativ unspektakulär, weil Karton aufmachen wird manche spannend, ich nicht so, weil es ist mit Sicherheit das gleiche drin wie in den Kameras, auch die ich schon bereits getestet habe, also eine Kamera, Netzteil, eine Anleitung sollte mindestens da drin sein und Papier. Hier haben wir einmal ein Quick Guide, also eine Anleitung, wir schauen einfach mal und ja, Deutsch ist dabei, Englisch und ja, allerhand. Okay, dann haben wir hier eine Garantiekarte und dann haben wir jetzt hier noch Aufkleber. Okay, das ist was Neues für mich. Hier steht jetzt 24/7 Arenti Überwachung. Ne? Das könnt ihr dann an euren Geschäft oder an eure Tür kleben, je nachdem. Und ja, schauen wir mal. Hier haben wir schon das erste Paket. Das ist ein Kabel. Okay, das ist ein USB-Stecker. Riecht ganz normal, nichts Besonderes. Und mit GS und TÜV-Zertifikat sogar, also hoffentlich ein hochwertiges. Ja, ein USB, bzw. ein Micro-USB-Kabel. Ja, die Länge. Wie lang ist das? Öfters ist das ja so der Fall, dass die Kabel meistens zu kurz sind oder es schwierig ist, da irgendwie eine Verlängerung zu bekommen. Deswegen schauen wir uns diesen wichtigen Punkt jetzt auch mal an. Aber, ja, das ist schon komplette Armlänge, also so 1,80 sollte das schon sein. Zwischen 1,60 und 1,80, also ausreichend. Aber dadurch, dass das ja auch so scheint, dass das ein Standard-Micro-USB-Anschluss ist, sollte man da auch günstig Verlängerung bekommen können. Und ja, zu guter Letzt, oh, die ist aber schwer, haben wir jetzt hier noch die Kamera. Aber da war doch gerade noch etwas, eine Kleinigkeit, die habe ich vielleicht übersehen. Machen wir das denn? Ja, hier, genau. Befestigungsmaterial haben wir auch noch. Wie immer hier so ein 3M doppelseitiges Klebepad. Und ja, wie soll es anders sein? Das kommt bestimmt hier unten drunter und dann könnt ihr ja, die Kamera, die hat ja hier hinten so eine Nut, beziehungsweise irgendwie so, dass man das Gelenk hier dann auch so anpassen kann. Und ja, dann kann man das so machen. Okay, was haben wir auf der Rückseite? Jetzt schauen wir uns erstmal die Kamera so ein bisschen genauer an. Ihr seht schon erstmal ganz viel Folie auf der Vorderseite. Sie sieht aber sehr, sehr anders aus als die LSC-Cam. Also ist das echt eine Täuschung. Fühlt sich auch ganz anders an, hat einen metallischen Rahmen, also ein bisschen hochwertig verarbeitet. Ja, in der Mitte befindet sich hier ein Reset-Knopf, da kann man dann die Kamera wieder zurücksetzen. Ein Micro-SD-Karten-Slot und ich vermute mal, hier hinten ist das entweder Lüftung oder Lautsprecher. Ich glaube, die Kamera hat zwei Wege Audio. Da kommen wir jetzt mal zu. Design aus Italy, Metallrahmen, AE Powered Motion und Sound Detection. Okay. Und Geofencing, also Privacy Mode, Keep on Ice Anytime, Anywhere. Okay, das sind so Werbeversprechen. Ja, soll auf jeden Fall Bewegung erkennen. Und was war das noch? Sound? Ja, soll auch Sound erkennen. Bin ich mal gespannt. Werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Ja, den Link dazu auf jeden Fall in der Videobeschreibung über einen Affiliate-Link. Viel mehr geht jetzt hier auch nicht hervor aus der Packung. Halt für iOS. Und Android, WLAN 2,4 GHz, es unterstützt auch kein 5 GHz. Irgendwie ist das andauernd so. Gibt wahrscheinlich keine Geräte, die das unterstützen. Aber es steht jetzt hier auch nicht wirklich viel mehr drauf. Ja, was bleibt uns da übrig? Wir laden jetzt die Arenti-App herunter. Ja, wie immer hier auf meinen
Smartphone extra hier für meine YouTube-Videos und ja, mal schauen. Wir gehen auf jeden Fall erstmal auf den Google Play Store und ich komme einfach mal ein bisschen näher zur Kamera und dann richten wir das mal gemeinsam ein. Es kann wahrscheinlich nicht schwer sein. Wir gehen jetzt hier oben einfach drauf und ja, dann tippen wir hier Arenti ein. Arenti. Und da kommt schon das erste. Scheint auch richtig zu sein. Und es ist eine Kamera-App, wie wir sehen. Und ja, die installieren wir uns jetzt mal. Mal schauen, wie das da so ist. Es wird wahrscheinlich so sein wie bei den anderen Herstellern auch. Mit einem QR-Code davor halten, WLAN-Daten bereithalten. Sollte es Probleme geben mit der Einrichtung, schaltet euer 5 GHz WLAN einfach mal im Router aus. Dann sollte das Ganze auch funktionieren. Dein Handy einmal kurz im Flugmodus, Flugmodus aus. Das ist eigentlich ganz easy. Und wenn ihr die Kamera wieder eingerichtet habt, wenn der ganze Prozess abgeschlossen ist, 5 GHz WLAN wieder aktivieren. Ja, es ist halt nur temporär für die Verbindung erforderlich, dass ihr das macht. Und ansonsten sollte es danach vernünftig laufen. Ich warte jetzt hier noch, bis die App installiert wird. Müssen wir natürlich erstmal die ganzen Berechtigungen erlauben. Und ja. Schön, dich zu treffen. Bitte registriere dich. Okay, registrieren. E-Mail-Adresse. Wenn ihr die E-Mail-Adresse eingegeben habt, natürlich dann auch weiter. Und ja, jetzt kann man sich hier einen Benutzernamen aussuchen, wenn ihr das gemacht habt, ein Passwort. Ja, und dann läuft der Prozess. Zum Schutz, bla bla bla, ist die Anmeldung bei mehreren Geräten nicht zulässig. Okay, das heißt, man braucht pro Gerät einen eigenen Account. Aber steht ja da. So. Jetzt braucht die Kamera natürlich erstmal Strom. Ich werde einmal das Netzteil anschließen und dann verbinden wir die Kamera mit der App und checken mal ab. So, ich habe nochmal nachgesehen, die Kamera kostet 32, 33 €. Fühlt sich auf jeden Fall hochwertig an. Ja, wenn wir sie anschließen, hat die Kamera oben ein rotes Licht. Sie muss ja erstmal starten, da ist ja wahrscheinlich auch wieder irgendeine Software drauf. Und dann gibt es wahrscheinlich auch direkt nach dem Start erstmal Updates. Aber schauen wir uns das Ganze jetzt erstmal in Ruhe an. Da kommt erstmal ein Ton, wie bei jeder Kamera bis jetzt. Und dann haben wir ja hier im Menü die Möglichkeit, Geräte hinzuzufügen. Und anhand der Bilderchen kann man ja jetzt hier ganz einfach diese Kamera herauspicken. Ja, wir sollen das Gerät einschalten. Gerät ist an. Weiter. Ja, man soll das zurücksetzen, wenn die rote LED nicht blinkt. In diesem Fall blinkt sie ja rot. Deswegen ist das kein Problem. Können wir einfach auf Weiter gehen. Wählen Sie das Wi-Fi-Netzwerk aus. Ändern. Ich habe natürlich zwei WLAN-Netzwerke und na, zurück. Habe ich mir das andere ausgewählt. Jetzt muss man, ihr kennt ja schon mein Netzwerk, den Bundesnachrichtendienst, läuft auf 2,4 GHz. Und jetzt muss ich das passende WLAN-Passwort eingeben, das Passwort von eurem Router, damit ihr euch da anmelden könnt, mit Groß- und Kleinschreibung, Symbole und allem drum und dran, so wie ihr das bekommen habt, wie es auf dem Gerät draufsteht, auf der Rückseite des Routers. Oder aber so wie ihr das selber bezeichnet habt. Ich mache das mal eben und wenn ihr das Passwort eingegeben habt, dann geht ihr einfach unten wieder auf Weiter. Einmal bestätigen und ja. Man soll jetzt einen Schutz entfernen. Ich habe da keinen gesehen. Und jetzt wie immer einen QR-Code. Halte ich davor. Ich habe den Ton gehört. Ja, und dann rattert die Uhr. Und dann wird das Ganze verbunden. Die Kameralampe ist jetzt hier auf blau. Diese Indikator-LED ist auf blau gewechselt. Das Gerät ist entdeckt worden. Wir können jetzt auf den kleinen Stift gehen und der Kamera wieder unseren eigenen Namen geben. Das machen wir mal. Ja, und dann geht hier die Einführung los. Aber das sparen wir uns heute. Die kleine Lampe leuchtet blau. Und jetzt will ich mal sehen, was die Kamera sieht. Man kann hier auch von. Boah, das nervt. Kann man den Ton hier ausmachen? Ja. Man kann ja auch dann in Full HD-Auflösung gehen. Wenn man da drauf geht, kann man angeblich laut App UHD auswählen. Ich denke mal. Ich weiß nicht, ob das der Fall ist. Dann können wir ein Vollbild hier erzeugen. Und dann können wir mal sehen, ob die Kamera auch so funktioniert, wie sie soll. Also die Verzögerung ist okay. Und ja, bin mal gespannt, wie das Ganze mit Alexa funktioniert. Hat die Kamera denn eine Nachtsichtfunktion? Ich meine, sie ist zwar für den Innenbereich, aber bis jetzt hatte jede Kamera, die ich getestet habe, eine Nachtsichtfunktion.
Gerät teilen, ja, Gerät Information, Installation, Grundlage, Bildschirm drehen, Nachtmodus automatisch anschalten. Tatsächlich vier Infrarot-LEDs ringsrum. Finde ich gut. So, jetzt habe ich gesagt automatisch. Es geht wieder aus. Man kann das Bild auf den Kopf drehen, das heißt, wenn du das an der Decke montiert, dann wird das auf euer Gerät wieder richtig rumgedreht. Grundfunktion. Was haben wir noch? Alarmeinstellung. Man kann jetzt die Geräuscherkennung und Bewegungserkennung aktivieren. Dann bekommt ihr eine Benachrichtigung auf euer Smartphone. Dann gehen wir mal weiter. Aufnahmemanagement. Man kann andauernde Aufzeichnung machen. Eine Ereignisaufzeichnung. Und was ich ganz cool finde, man kann sogar die Aufnahmezeit, die man haben möchte, auswählen zwischen 1 Minute, 2 und 3 Minuten. Und das ist bis jetzt das erste Mal, dass das möglich ist, dass man das Ganze hier einfach mal zeigen kann, dass man die Aufnahmezeit selber anpassen kann. Das finde ich sehr gut, das gefällt mir. Und ja, hier gibt es noch erweiterte Funktionen, On-With-Einstellungen, weiß ich nicht, was das ist. Muss ich mich mal ein bisschen reinlesen. Ich habe sie ja jetzt mit euch gemeinsam ausgepackt und eingerichtet. Ein Update, aktuelle Version, ist sogar die aktuellste Version installiert. Also auch nicht so, dass da die Ware lange im Warenhaus liegt und man veraltete Firmware darauf bekommt. Ja, Amazon Echo zeige ich euch das nächste Mal. Dann muss ich erstmal ausprobieren das Ganze. Aber ich bin schon echt begeistert. So funktioniert ziemlich gut. Bin ich mit zufrieden. Danke an Arenti für dieses Produkt. Und wie gesagt, den Link dazu in der Videobeschreibung. Ja, und Arenti hat noch mehr Kameras. Schaut mal vorbei, vielleicht ist da was für euren Geschmack dabei. Und ja, ich bin mal gespannt, ob es bei einer Kamera bleibt oder ob ich da noch mehr bekomme. Ich sage erstmal danke, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Björn.